Wenn der Manager krank wird, lässt er die Zivilisation hinter sich, geht barfuß ins Gras und macht eine Kneippkur. Um ihm dabei zu helfen und den durch Telefongespräche, Konferenzen und Ärger mit dem Chef angekränkelten Angestellten zu entschlacken, hat die Deutsche Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime in Gras-Ellenbach im Odenwald das Kneippsanatorium Heinrich Glücklich gebaut. 2,5 Millionen Mark kostete das Haus, das vor kurzem eröffnet wurde. 120 kurbedürftige Gäste können untergebracht werden. Wassertreten gehört zur Kur. Bei 10 Grad Wassertemperatur bleibt er lieber draußen. Dann geht es über den Schwebebalken. Anregend wirkt der Blitzguss. Geduldig halten die Patienten still. Schließlich nimmt man alles auf sich, wenn es um die Gesundheit geht. Der Guss kann kalt oder warm gegeben werden. Das überflüssige Fett wird man in der Sauna los. Ohne Schweiß kein Preis, heißt die Parole. Ein kaltes Bad weckt den geplagten Kurgast danach wieder auf. Kneippkuren sollen ein besonders gutes Mittel zur Behebung der sogenannten Zivilisationsschäden sein. In dem modernen Sanatorium kann man auch ein Sitzbad mit Moorlauge oder ein medizinisches Bad mit Heublumen, Eichenrinde, Haferstroh oder Rosmarin nehmen. Ein Kompressor hält das Wasser dabei in ständiger Bewegung. Zum Abschluss der Prozedur wird man von geübten Händen durchgeknetet und fühlt sich, so versichert man uns, wie neugeboren.